Im Nordschwarzwald müssen Sie nicht einen Baum hochklettern, um die Landschaft von oben zu bewundern, sondern können ganz bequem den Baumwipfelpfad in Bad Wildbad nehmen. Über eine sanfte Steigung kann man den 40 Meter hohen Aussichtsturm leicht besteigen, den Ausblick genießen und wieder runterlaufen. Oder man nimmt die Rutsche. Ebenfalls umgeben von Bäumen, im Tal der Karpfenharder Mühle, liegt unser Sparmit-Partnerhotel, das Traditionshaus Mönchswaldhotel in Unterreichenbach. Ob Sie einen Blick nach draußen werfen oder auf die Einrichtung des Hauses, es ist klar, hier ist man im Schwarzwald. In den verschiedenen, liebevoll eingerichteten Stuben oder auch auf der großen Terrasse können Sie Köstlichkeiten aus dem Nordschwarzwald genießen. Und im großzügigen, stylischen Barbereich gibt es neben einer delikaten Auswahl an hochprozentigem auch leckere Cocktails. Besonders Weinkenner und Genießer fühlen sich in diesen außergewöhnlichen Räumlichkeiten sehr wohl. Ein paar Bahnen können Sie im extra großen Schwimmbad ziehen oder Sie entspannen sich in der Saunalandschaft. Nach so viel Ruhe und Entspannung kann man bestimmt sehr gut in einem der verschiedenen Zimmer schlafen. Und am nächsten Morgen geht's wieder raus in den Schwarzwald. Die Wanderwege beginnen direkt vor dem Haus. Oder die Umgebung erkunden und tolle Sachen sehen, wie das ehemalige Benediktinerkloster in Hirsau. Im 11. Jahrhundert zählte die Basilika des Klosters zu den größten romanischen Kirchen Deutschlands. Ebenfalls einer der größten war er, Hermann Hesse. Und dieser ehemalige Bewohner der Stadt Calw beschrieb seine Heimat so. Zwischen Bremen und Neapel, zwischen Wien und Singapur habe ich manche hübsche Stadt gesehen. Städte am Meer, Städte hoch auf den Bergen und aus manchem Brunnen habe ich als Pilger einen Trunk getan, aus dem mir später das süße Gift des Heimwehs wurde. Die schönste Stadt von allen aber, die ich kenne, ist Calw an der Nagold, ein kleines, altes, schwäbisches Schwarzwaldstädtchen. Tolles Hotel, Natur, Stadt und Geschichte. Auf in den Nordschwarzwald!